Das Metas, heißt, guck mal! wir haben jetzt die Möglichkeit. Jetzt gut. Wir haben Metas, jetzt. guck mal! Ich kann nicht gucken. Du guckst nicht eine Oh! Weile. Hallo Minecraft-Freunde! Ja, heute gibt es kein Fete Beast. Ich habe auch beschlossen, das auf einmal die Woche zu beschränken. Nämlich auf freitags. Stattdessen gibt es dann ein paar andere Sachen. Ihr habt ja gesehen, da gibt es ja jetzt mehrere Formate. Und heute gibt es auch leider kein Captive, weil wir da das gesamte Aufnahmeteam nicht komplett zusammenkriegen. Da hat jeder irgendwie was anderes zu tun. Und ich habe auch jemanden dabei. Da hinten rennen sie, da hinten rennen sie. Nicht weglaufen. Kalle? Nicht Ihr werdet weglaufen. mich niemals finden und TP ist Ach ja, verboten. und dann war da noch so ein kleines, so ein kleiner, wie sollen wir das sagen? Schluck auf. Ihr werdet mich niemals Es finden. heißt Yama. Okay. Yama? Ihr werdet mich niemals finden. Das habe ich mich zu Gott Oh versteckt. mein Gott. Ihr habt es euch so gedacht, nee. Nimm ihn einfach mal mit. Ja, sorry, ich war kurz, ich bin wieder da. Jo. Hey Leute, huhu, der Kalle. So, gefunden. Okay, erst einmal vorweg, es wird sich sowieso einiges ändern auf meinem Kanal, was die Zeiten angeht. Ja, genau. Und Bei mir da auch. wollte, glaube ich, Bei Kalle mir auch nicht. was zu sagen. Genau, ich wollte es ganz kurz an unsere Zuschauer sagen. Und zwar, Leute, Metas und ich bringen unsere Videos jetzt immer ab 18 Uhr, denn wir haben eigentlich persönlich herausgefunden, dass es eigentlich doch die beste Zeit ist. Wir haben das ein bisschen jetzt verfolgt auf YouTube und generell ein bisschen geguckt, ein bisschen Infos geholt und so und sind zum Entschluss gekommen, unsere Videos um 18 Uhr rauszubringen. Das ist die beste Zeit. Da ist jeder zu Hause. Ob jemand von der Schule kommt, vom Arbeiten, kann man halt vorm Essen oder nach dem Abendbrot gucken. Es ist einfach wirklich die beste Zeit einfach und ja. Ja, Wollte und ich noch mal kurz Dienstag sagen. 18 18 Uhr Uhr habe selbst ist ich es auch die beste Keyboard. Zeit, weil dann haben wir wenigstens ein bisschen mehr Zeit, uns unsere Videos Mythos. vorzubereiten. Was denn, Yama? Dienstag habe ich 18 Uhr Keyboard. Dienstag hast du 18 Uhr Keyboard. Guckst du es um 19 Uhr? Aber dann bin ich nicht mehr der Erste. Das ist ja dann nur dienstags. Hallo? Echt jetzt? Ja. Könntest du den bitte wegmachen? So, was ich heute eigentlich machen wollte, wenn Yama die mal wieder weggemacht hat. Das war der Kalle. Oder Kalle. Und zwar euch mal ein bisschen was zeigen zu Was dem willst du uns denn Hausbau. zeigen? Zum Hausbau. Das ist Hausbau? ein Hausbau-Tutorial. Was baust du für ein Haus? Eigentlich baue ich kein komplettes Haus, sondern Warum ich will da ein nicht? bisschen was zeigen. Ja, aber So ein warum brauchst paar du kein komplettes Haus? kleine, ja mal ernsthaft, so ein paar kleine Möglichkeiten, die ihr machen könnt. Euch ist sicherlich aufgefallen, dass ich hier, Nee, bau das bitte aus Stein, das habe ich ja Metas. schon mal in der Männer-WG gemacht. Ich nehme einen Standardblock. Bang. Nein, 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 ich möchte bitte aus Stein. Ich kann hier nichts bauen. Stein, Stein, Stein! Ist doch Stein. Nein, ich will. Backstein. Nein, Cobblestone. Cobblestone ist doch langweilig. Na gut, dann nimmst du hier jetzt das Dorit. Dorit? Dorit. Ja, nehmen wir das helle hier. Nehmen wir das helle hier. Woo! So. Das haben ja einige sicher schon beobachtet. Damals bei der Männer-WG schon. Obwohl, nee, nimm doch Und wieder dann Backstein. jetzt in der. Nein, den nehme ich jetzt. Lass mich doch in Ruhe. Nein, ich nehme den jetzt. Das werden sowieso Oh. verschiedene Steine sein. So, Nö, doch nicht. jetzt machen die mich irre Was wird das jetzt? Ist das jetzt die hier. Tür Moment, oder? Moment, Moment. Nein, das ist noch nicht die Tür. Hä, meine Maus trollt Metas? mich jetzt auch. Metas? Wir müssen auf die globale Erwärmung aufmerksam machen. Ja, ohne Die Witz. globale. Ja, Mann, nein, hör doch mal auf! Das ist die globale Erwärmung, die Ein paar macht alles zu Kürbisse müssen Eis. auch. Erwärmung.
Ja, Kürbisse müssen hierhin auch so. Hin. Nein, da müssen keine Kürbisse hin. Mann, Kalle, du bist ja bald genauso schlimm wie Yama. Ja, normal. Komm, Giant, komm. Nein, Yama, nein. Nee, doch, das sind nasse Schwämme. So, was ich sagen wollte, das habe ich ja auch in Feed the Beast mit dem Haus gemacht, das ich dort gebaut habe. Da habe ich ja auch so angefangen. Ja? Das hat seinen Grund. Das sind sozusagen meine Elemente. Oh. Das sind meine Elemente. Ein Element kann ich mir gestalten. So, machen wir einfach mal hier so ein Element hin. Wie groß ihr das macht, das bleibt euch jetzt überlassen. Ich mache das jetzt mal in dieser Größe, dass ich hier so ein Zweier Zwischenstand habe. Kalle, könntest du echt aufhören? Das ist ja übel. Bring so, mal. Wenn wir jetzt so ein Element vorbauen, ja, machen wir das mal so ein Element 3 hoch. Das heißt, wir haben dann hiermit festgelegt, das Fenster ist 2 breit, 3 hoch. Ja, das wäre dann hier so ein Element. Das haben wir damit festgelegt. So, aber wir müssen ja noch ein bisschen höher, weil wir wollen ja nicht auf dem Grund bauen, weil die Grundmauern müssen ja auch noch irgendwo hin. Das heißt, wir setzen hier noch einen drauf und ja, mal, das ist echt nicht hilfreich. So, wir setzen hier noch so einen drauf. Dann haben wir den nächsten Schritt für das Element. So, wir müssen das Element aber auch noch gestalten. Das heißt, wir machen das jetzt mal hier hoch. So. Das heißt, wir haben jetzt 2 breit, 3 hoch. Das ist das Fenster. Das haben wir jetzt damit festgelegt. So, dann können wir, wenn wir wollen, auch schon die Scheiben reinsetzen. Die werden uns da nicht wirklich hinderlich sein. So. Und jetzt fangen wir an, das erste Element, also das erste Segment. Ich sage immer Elemente. Metas, können wir nicht auch ein schönes Element oder so? Also ich sag mal Segment. Metas. Ja? So, Moment. Metas. Ja, bitte. Kann man ja ein schönes Material verwenden. Das sieht so hässlich aus. Da läuft eine leere Hose. Lederhose! So, jetzt haben wir hier. Zum hey, du missachtest mich. Unsere Stützpfosten, sag ich mal. Oh Mann. Ja, das ist unser Abschnitt. Weil hier ging ja dann das nächste Segment los. So, jetzt machen wir hier. Das hier so. Das hier so. Dann haben wir schon im Grunde so ein bisschen was gestaltet. Und das Fenster nimmt dann sozusagen schon eine Form an. Ich meine, ihr könntet jetzt das ganze Haus mit solchen Elementen bauen. Aber ganz ehrlich, langweilig, wenn das ganze Haus nur mit solchen Segmenten versetzt ist. Und ey, die machen echt nur Blödsinn hier. Nein, das, was ich gerade mache, ist wichtig. Ich will was ausprobieren. Wenn das nicht sicher, ob ich euch dann beim nächsten Tutorial mitnehme. So, was wir noch machen können, wir können ja auch noch ein bisschen künstlerische Freiheiten machen, ne? So, oh ja, Beispiel, gib mir auch künstlerische hier Freiheit. So, dass das Fenster nicht so leer aussieht. Dann machen wir hier, Moment, da wollen wir. Sowas gibt es jetzt auch. Sowas gibt es jetzt auch, Moment. Das, was denn? Nein, das dient nicht der künstlerischen Freiheit. Was gibt es jetzt auch? Solche Stufen hier. Sandstein-Stufen. Diese roten. Boah, geil. Ja, zum Beispiel, ja, das ist auch so eine Idee, die man machen kann, aber das passt nicht so wirklich, weil dann die Stufen, ja, nicht so wirklich dahin passen. Könntest du bitte mal aufhören? So, und ich hab schon ewig aufgehört. Nee, du hast aber eine Bitte an dich. Ich höre auf. Ich möchte, dass du jetzt mal springst, vom Boden hochspringst. So? Geh mal jetzt auf den Boden und spring hoch. Da muss man aus dem Creative raus. Genau. Und das möchte ich jetzt ungern. So, dann. Kalle, geh mal aus dem Creative raus. Nee. Es ist doch echt schwierig, sich mit euch zu konzentrieren. Ach, Metos, ich hab dich nur ein bisschen getrollt. Also, alles super. Aufnahme ist getätigt. Aufnahme? Du hast das jetzt nicht aufgenommen. Ja. Das wäre so eine Gestaltung. Gut, das ist jetzt nicht sonderlich schön.
Wie gesagt, da könnt ihr ja eure künstlerische Freiheit walten lassen. Moment, das ändern wir mal so ein bisschen ab. Dann sieht es vielleicht auch ein bisschen besser aus. Das machen wir mal so. Dann sieht die ganz so rot aus. Mythos, kannst du Ja. mir einen Gefallen tun? Darf Ja. ich eine Art Abwehrsystem bauen, irgendwo, wo es dich Abwehrsystem. nicht stört, was du dir Was? da mal anguckst? Danke. Ich Warum brauche macht mir Game das gerade Mode. Angst? So, wie ihr das Ganze gestaltet, bleibt euch überlassen. Wichtig dabei ist, dass ihr euer Segment beibehaltet. Natürlich könnt ihr auch jetzt sagen, das ist hässlich, das will ich komplett weghaben. Halle! Das gefällt Wie mir wär's, nicht. du machst das Viech tot, ohne dass es Ja, Schaden dann macht? macht ihr das komplett weg. Ihr könnt auch hier, ihr müsst nicht unbedingt diese Kalle! Steine nehmen. Ja, Ich weil sterbe nicht! das Ja! Mach eigentliche das Vieh Segment tot! ist das hier. Du hast ja auch einen Arsch voll Herzen! Ja, das ist das eigentliche Segment. Da könnt ihr jetzt auch dahergehen und sagen, Moment, ich will das lieber so. So, das heißt, wir können das auch so durchziehen. So, machen wir lieber so. Hier an den Seiten, da machen wir dann die Balken hoch. Nehmen wir mal. Ja, Kalle, hilfst du mir? das wäre so eine Ich brauche Möglichkeit jetzt auch hier. ein Haus. So. Und hier. So, und dann müssen wir das natürlich entsprechend so ein bisschen anpassen von der Höhe her. So, dann können wir hier anfangen. Und das machen wir dann so lange, bis wir ein Segment haben, das uns letztendlich gefällt. Das heißt, wir können das jederzeit wieder neu gestalten. Oder ihr macht euch gleich mehrere Segmente hin, damit ihr nicht jedes Mal da neu anfangen müsst oder was auch immer. Moment, ich suche eigentlich, ja, das hier. Nehmen wir mal das hier. So. So. Jo, dann können wir vielleicht hier noch, wie so eine Art Fensterläden oder so, könnt ihr dann auch machen. Moment mal, Fensterläden, da nehmen wir wohl mal besser was anderes. Die könnten sie eigentlich auch mal in verschiedenen Farben machen hier. Das wäre sicher Aber auch ich finde mir schön. das, ich muss gerade sagen, ich finde das echt nutzvoll. Denn Nutzvoll. so weiß ich jetzt zum Beispiel, wie man das sieht, wie man da ein bisschen was machen kann. Da ich ja so, wie ich persönlich ja baulich gar nicht so begabt bin, eigentlich. Und das eigentlich alles immer langsam, langsam lerne, das ist natürlich richtig geil. So, sowas würde ich meine Fenster jetzt eigentlich nicht bauen. Einfach mal so aus eigenen Du Gedanken. hast jetzt nicht Nice. wirklich nutzvoll So gesagt. hat er. Okay, was wir aber auch noch machen können, Nutzvoll. wenn ihr noch ein bisschen mehr Struktur haben wollt, wäre noch eine Möglichkeit. Moment. Das einfach mal nutzvoll zu nutzen. Wir machen das mal hier weg. Wir ziehen jetzt einfach mal hier. Gut, ist erstmal etwas langweilig, wenn wir da einfach so gerade Holzplanken da nach oben haben. Klar ist das langweilig. Wer will das? Ich nicht. Ich. Das wollt ihr wahrscheinlich auch nicht. Ich. Und nicht dein Ernst, Kalle. So, Ja dann macht ihr klar. das hier so. So. Dann können wir dem Nutzlos ist Ganzen auch noch ein gut. bisschen mehr Struktur verleihen. Dann hat das Auge auch mehr zu schauen. Moment. Dann setzen wir hier noch sowas rein. Das heißt, wir können da auch ein bisschen variieren. Wir müssen nicht immer das gleiche Material nehmen. Machen wir hier so ein paar dunkle Zäune mit rein. Das kommt bestimmt ganz gut. So. Machen wir hier ein paar dunkle Zäune mit rein. Können wir hier vielleicht so. So. Dann haben wir vielleicht hier. Das ist dann auch zu langweilig, weil es einfach zu glatt aussieht. So, und dann haben wir hier schon, seht ihr das? Das wäre zum Beispiel so ein Element. Und ich weiß jetzt leider nicht, wie dieser Kopierbefehl geht. Sonst würde ich euch jetzt mehrere Segmente mal nebeneinander stellen. Slash Copy. Ja, der ist ein bisschen Nein, nicht im, aufwendiger. hier ist kein Word-Edit drauf. Ach Ach so, so. Kalle, sein Haus gefällt mir bis jetzt besser. Ja, zu deinem Geschmack habe ich hier schon mal was gesagt. Ja, Mann, Pass auf, ich baue ein Jama-typisches Nein. Haus. Moment, Moment, ich Nein, baue ein also Jama-typisches Haus. Jama hat Kalle, so schlecht baut er nicht. Das will ich festhalten. Also Ich kann machen wir nur gut einfach bauen, mal wenn es so ein gigantisch ist. Segment noch daneben. Ah, dann machen wir mal hier noch so ein bisschen So. und dann so. So, machen wir noch so ein Segment daneben. Dann hier Fensterchen rein.
Also da gebe ich euch den guten Rat, probiert einfach mal aus. Traut euch ruhig mal was. Auch wenn ihr denkt, da kommt was völlig Hässliches bei raus, glaubt mir, Kommt's wenn auch, ihr glaubt fertig mir. seid, werdet Dann ihr kommt mir das stolz auf Zeug euch nach sein. Hause und scheuert euch eine, weil ihr ihm geglaubt habt. Nein, sowas würde nur So, der Jammer Jamal, tun. wie findest du das Haus hier, was ich für Ganz dich sicher baue? nicht. Ich schlage nicht. So was Hässliches würde ich nie bauen. Das hat ja nicht mal künstlerischen Anspruch. Das ist sozusagen die Miniaturausgabe von So. Männer-WG, du Blödmann. Von deinem So. Turm. Nein, das war falsch. Aber Das stimmt, war warte mal, du falsch. verbaust ja noch ein anderes Material. So Du hatten verbaust wir ja noch das ja das gemacht. hier. Wenn ihr dann mehrere Segmente dann auch nebeneinander habt, So, jetzt haben dann wir's. merkt ihr auch, dass das Ganze auch irgendwo gewisse Strukturen annimmt. Ja? Da habt ihr dann hier quasi schon wie so eine Hauswand. So, jetzt müssen wir die Dinger noch befüllen. Hilfst du mir mal, Kalle? Und was ich auch grundsätzlich Okay. empfehle, wenn ihr so ein Element macht oder so ein In die Segment, untere ich wollte ja Reihe. Segment sagen, sind ja einzelne Segmente. Wenn ihr so ein Segment macht, was ich da grundsätzlich empfehle, macht euch vorher schon mal Gedanken darüber, welche Materialien wollt ihr verwenden. Ja, dass ihr so ein bisschen, wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ich will hier, Moment, jetzt will ich mal gerade schauen, ich will hier aus Cobblestone bauen. Kleinen Moment. Dann sollte ich auch so ein bisschen gucken, dass ich in dieser Richtung dann auch bleibe. Nee, der Cobblestone war doch hier irgendwo. Da. Genau. So. Irgendwie leckt hier gerade alles im Teamspeak. Das lässt euch auch. Ja. Das ist, das ist echt krass. Alter Schwede. Meint ihr das echt ernst? Ich hoffe nicht. Okay, fangen wir hier an und ziehen mal so ein bisschen nach oben. So, ich fange jetzt hier einfach mal, ich setze das jetzt absichtlich nicht direkt nebendran. So, ein bisschen höher müssen wir auf jeden Fall. So, dann machen wir das mal hier, hier, Ah, es geht hier. wieder. Ja, jetzt geht's wieder, jetzt Ich geht's bin wieder. trotzdem weiter. So. Ach nee, der Mädels hat ja einen Chat aus. So, dann haben wir Ja, hier quasi noch lecker. so Stützelemente vom Haus Kalle aus ist nach jetzt vorne. gefüllt. So, was wir dann vielleicht noch machen, Ja. Danke wo fürs wir drauf Mithelfen. achten müssen, ist, dass wir wirklich, wie gesagt, dass wir auch bei dem Material bleiben. Das Meters, guck heißt, mal! wir haben jetzt die Möglichkeit, jetzt gut, wir haben Meters, jetzt. guck mal! Ich kann nicht gucken! Du gut, das hält eine Oh! Weile. Ernsthaft? Ja, Mann, nein! Du brennst da hinten das Haus ab! Nein, nein, brennende Pfeile stecken nichts an. Alter Schwede. So, was ich sagen wollte, ihr solltet generell bei dem Material bleiben oder aber zumindest etwas suchen, was dem Material dann ähnlich kommt. So, jetzt kann ich das natürlich nicht hochklappen. Das ist doof. Warum kann man das nicht hochklappen? Okay, probieren wir mal was aus. Weil ich muss gestehen, ich habe diese Trapdoors noch nicht probiert. Ja, das ist klar. Gut, da können wir es anders machen, weil das sieht man hinterher sowieso nicht mehr, weil das sozusagen nach vorne steht. Oder? Nee, das würde man sehen. Das heißt, wir müssen hier uns hier was anderes einfallen lassen. Jo, da habe ich auch schon eine Idee dazu. Das heißt, wir bleiben weiterhin bei Stein. Und wir machen das hier, das Segment, das machen wir etwas kleiner. Das machen wir kleiner, dann haben wir niedrigere Etagen zwar, aber das sollte dennoch gehen. Und zwar,
Moment. Ah, jetzt geht's auch wieder. Probieren wir das mal aus. Metos! Moment. Was, ich wollte was fragen. Du wolltest was fragen. Wenn es wieder anfängt, können wir dann auf mein TS wechseln. Das können wir zur Not auch tun, ja. So, Weil jetzt ich haben wir will das nicht hier normal machen müssen. Björn Epstein. Hey, Das kann mir hier zum müsste dann Ausschalten den die Knopf drücken. nächste Stufe hin. So, dann machen wir, da haben wir es so. Das heißt, wir arbeiten oben quasi immer entgegengesetzt von dem, was wir unten gemacht haben. So. 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 So, so hätten wir dann auch ein weiteres Segment hier mit Türen diesmal als Fensterläden. Ja, dann würde dann hier die nächste Etage beginnen. Da müsst ihr dann schauen, dass ihr so Fußböden dann auch da reinsetzt. So, das war eigentlich so im Groben alles, was ich euch zeigen wollte erstmal. Probiert selbst einfach mal aus. Testet mal, was so ein bisschen zusammenpasst, was ihr so ein bisschen zusammenbauen könnt. Vielleicht wollt ihr es ja ganz kunterbunt machen. Keine Ahnung, vielleicht gefällt euch das ja dann besser. Ja, wie gesagt, ein bisschen darauf achten, dass es farblich so ein bisschen zueinander passt. Ne? Also zumindest hier vorne. Was die Struktur angeht, was dahinter angeht, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also da müsst ihr nicht unbedingt jetzt das gleiche Material nehmen oder was auch immer. Und ob ihr das müsst. Nein, das ist Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Nein. Also das hier, wie ihr eure Segmente macht, das könnt ihr dann auch ganz individuell machen. Ihr müsst nur bedenken, dass wie ihr die Segmente macht, so sehen hinterher auch eure Wände innen aus. Ja? Genau so sehen eure Wände hinterher aus. Kalle, Ja. mach mal das Ding ein. Ich will So, gucken, wie lange ich und überlebe. auf dieser Höhe empfehle ich, den Fußboden hinzumachen. Das heißt, nehmen wir mal hier ein Macht Holz. man das? Redstone Den hinsetzen wieder? Redstone-Block Holzplanken, so. wegmachen und wieder hinsetzen. So, hier käme dann der Fußboden hin. Das heißt, ihr müsstet dahinter theoretisch gar nicht zumachen. Und dann könnt ihr nämlich vorne beim Eingang, wenn ihr irgendwo einen Eingang macht, könnt ihr dann sozusagen eine Treppe noch hinmachen, eine schöne Eingangstreppe, ne, mit schönem Geländer oder was auch immer. So, das war eigentlich, wie gesagt, das war eigentlich alles, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, diese Tipps haben euch ein bisschen was geholfen. Seid ein bisschen kreativ. Probiert einfach mal ein bisschen aus. Ja, einfach mal ein paar Blöcke da dran klatschen an euer Segment und probieren, wie sieht's aus. Kalle, ich will in den Ding sterben, Ich näher hoffe, sein das hat euch Schwert. ein bisschen geholfen. In der nächsten Folge zeige ich euch dann, ja, wie man dann ein Dach baut. Oh, gibt's da ein Richtfest? Nein, 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 ich glaube nicht. Okay. Schöner. Ich hoffe, es war hilfreich für euch und Hey, hat euch auch zeig mir, gefallen. nee, das zeig mal meine Maschine. Das habe ich doch schon gezeigt hier. Naja, aber hier, mal gucken, wie ich gerade sterbe hier. Ich werde hier befeuert und der Kalle beschmeißt mich mit Instant Alter, sterb doch mal Damage. endlich! Meine Güte, was denn das für ein Müll? Ich baue mein Haus weiter. Das Bis Haus. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.